Wir wollten ein Landmark setzen. Wir wollten ein sichtbares Zeichen hier am Stadttor zu Graz errichten und bauen. Da war uns ganz, ganz bewusst, dass es eine sehr interessante, sehr, sehr spannende Architektur und damit auch eine sehr spannende Fassade geben muss. Im Vorbeigehen verändert sich das Gebäude eigentlich ständig. Also es ist jetzt für den Betrachter nicht eintönig, sondern es soll spannend sein. Und das war das Ziel. Wir haben uns auf ein Rastermaß entschieden, in diesem Fall 140 cm. Daraus eben auch diese Fassadenelemente und die Fassadengrößen. Wir haben hier in den Lisänen eine Wertigkeit mitgenommen, die uns in dem Bogen, in diesem Segel, so wie dieses Bauwerk errichtet ist, sehr, sehr geholfen haben, Architektur und Funktion dem Gebäude einzuhauchen und mitzugeben. Wir sind gerade in diesem Jahr sehr gewachsen mit Projekten und sehen jetzt auch das Potenzial, die Energy dann auch breiter in den Markt zu bringen. Und wir sind als erstes Gebäude hier in der Steiermark mit dem Zertifikat LEED Platin ausgezeichnet, das uns sehr, sehr stolz macht. Da spielt natürlich auch das gewählte Fassadensystem eine sehr, sehr große Rolle. Also was ich jetzt sehr positiv finde an dem Produkt, ist die Flexibilität, die hier gezeigt wurde, ein Produkt weiterzuentwickeln zu einem Prototyp, der dann in der Serie trotzdem kostengünstig und vernünftig herzustellen war. Die Zusammenarbeit mit Sapa kann man, glaube ich, sehr lobenswert hervorheben, eben durch die Nähe des Unternehmens. Wenn es irgendwelche Probleme gab, waren die sofort vor Ort und die haben uns termingetreu beliefert und die Qualität war absolut top. Wir haben für uns selbst sogar schon den Anspruch genommen, dass wir ein Vorzeigemodell, wie ein gutes Zusammenarbeiten zwischen Bauherr, Industrie und Baufirma funktionieren kann.